Es ist nun offiziell, der BVB verpflichtet Megatalent Julien Duranville für 12 Millionen Euro. Er ist ein junger, vielversprechender, talentierter Spieler. Nicht umsonst hat man 12 Millionen Euro für ihn hingeblättert. Er ist gar nicht mal so groß, 1,70, aber kommt halt über sein Tempo, über sein Dribbling. Und für ihn als 16-Jährigen ist der BVB natürlich der perfekte Verein, denn hier werden viele Talente ganz, ganz groß. Und wie es sich gehört, äußert sich auch der Sportdirektor Sebastian Kehl zu diesem Transfer. Wir freuen uns sehr, dass Julien und seine Familie großes Vertrauen in uns setzen und er ab sofort unsere Farben trägt. Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir ein großes Potenzial sehen. Weiter sagt er auch, wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben, so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben. Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, Julien so schnell wie möglich in unseren Profikader und das neue Umfeld zu integrieren und Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen. Zudem möchte ich zur Transfersumme noch anmerken, dass man eine fixe Ablöse von 8,5 Millionen Euro bezahlt, aber diese Summe bis auf 12 oder 11, wie es in manchen Medien geschrieben wird, ansteigen kann. Ich persönlich finde es gut, dass wir uns auf den Flügeln verstärken, denn da sind wir ja aktuell nicht ganz so gut aufgestellt. Daniel Mahlen zeigt nicht das, was er kann und Karim Adeyemi kommt so langsam jetzt in Fahrt. Und dann haben wir halt auch noch Jamie Bynoe-Gittens, der gefördert werden muss, aber Duranville kommt auch auf seine Spielzeit, wird, denke ich mal, erstmal herangeführt durch ein paar Einsatzminuten, vielleicht auch erstmal nur in der zweiten Mannschaft, die sich ja in der dritten Liga befindet und dann wird er zu uns aufsteigen. Andererseits weiß ich nicht, ob ich so gut finde, wieder ein Talent dran zu holen, weil wir ja schon viele Talente bei uns im Kader haben, aber ich meine, der BVB weiß schon, was er tut. Ich bin nicht der Fan, immer nur Talente zu verpflichten, sondern auch mal gestandene Spieler hat man getan, Modest, Alea oder auch Salih Özcan beispielsweise, der ja auch schon etwas gestandener ist. Im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf den Jungen. Ich freue mich, dass er jetzt bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht und damit beende ich auch dieses Video. Schreibt eure Meinung zu diesem Deal gerne in die Kommentare und dann ciao, ciao.